ja, ich zeig euch, was hier Sache ist. Jetzt bin ich bereit für meine Großaufnahme. Ladies and Gentlemen, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier bei Kirmes Aktuell. Wieder zusammen mit Fantastic Fabian. Und wo sind wir heute? Wir sind da, wo du herkommst, quasi. In meiner, nicht Heimat, aber da, wo ich lebe. Da, wo er lebt. Wir sind in München. Wir gehen heute aufs Oktoberfest. Oder so ähnlich. Denn wir stehen gerade auf dem Oktoberfest, auf der Theresienwiese. Ja, und es ist natürlich nicht so ganz Oktoberfest. Wie ist der offizielle Name? Sommer in der Stadt. Sommer in der Stadt. Ja, Sommer in der Stadt. Jetzt dann tatsächlich, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo es wirklich in der ganzen Stadt verteilt war, endlich zentral auf der Theresienwiese. Endlich da, wo Platz ist. Hat ja Nürnberg dieses Jahr auch gemacht. Letztes Jahr in der Stadt verteilt, wo alles eng war. Jetzt hat dann in Nürnberg ja auch auf dem eigentlichen Volksfestplatz, wo man den Platz hat. Hier jetzt das Gleiche. Ja, wir werden jetzt hier mal hinschauen. Es ist Freitag. Wetter ist gut. Entsprechend könnte es durchaus auch etwas voller werden. Man sieht der Parkplatz. Deswegen, ja. Bitte ich schon mal gleich zu entschuldigen, sollte ich jetzt auf dem Platz selbst nicht ganz so viel vloggen. Ich werde mich zwar mit Sicherheit ab und an melden, aber ich denke mal, ihr bekommt auch ziemlich viel Impressionen, um auch einfach die Atmosphäre ein bisschen einzufangen. Oh. Es steht altbekanntes, altbewährtes da, von Breakdance bis hin zu Bayern Tower, Heidi Coaster. Alles so ein bisschen bunte Mischung, sehr ähnlich wie letztes Jahr. Ja. Flipfly als Neuheit quasi dieses Jahr hier. Aber ist ja auch münchnerisch eingewachsen, ne? Ja, ja, klar. Genau. Also ist alles, das ist reine Münchner Veranstaltung hier. Und das kennt und merkt man. Ja. Ja. Ich freue mich. Entsprechend, das wird ein schöner Abend. Wir lassen ihn jetzt ausklingen und auf geht's. So, wir schauen jetzt als allererstes in den Freestyle von Axe rein. Nicht wundern, hier ist tatsächlich auf dem kompletten Gelände Maskenpflicht, FFP2 Maskenpflicht. Wenn man sich da nicht dran hält, wird man auch ziemlich schnell von Securities darauf hingewiesen. Also entsprechend, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Und ja, dann geht's jetzt rein in den Freestyle von Axe. Ihr bekommt ein paar Impressionen. Auf geht's! Wir kommen jetzt gerade aus dem Freestyle von Axe. Ey, volle Fahrt, super Stimmung, auch lange Fahrt, also hat echt mega Spaß gemacht, muss ich sagen. Er ist die ganze Zeit auf TikTok live, also auch nochmal super witzig dazu. Jetzt geht's als nächstes, solange es noch einigermaßen hell ist, in Heidi the Coaster, in die einzigste Achterbahn hier, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da werden wir reinschauen, finde ich eigentlich ganz witzig, vor allem ist der Lift hier witzig, denn der Lift beschleunigt. Und ja, finde ich immer wieder eine coole Sache. Und da stellen wir uns jetzt mal an, ihr bekommt ein paar Allride-Impressionen. Auf geht's! Servus und grüß euch im Heidi Coaster, ihr Wiesennarischen. Jetzt machen wir echt Dampf unter dem Hintern. Auf geht's und lauf geht's! Ich hab die Maske noch auf. Ich hab vergessen, meine Maske abzusetzen. Egal. Und ab geht die wilde Fahrt! Oh Gott! Ja, jetzt haust du dich! Alter! Oh. Lecco mio! Handy ist noch da! Wow! Drehgondel! Wow! Oh Gott! Alter, das zwiebelt! Alter! Das nennt man, glaube ich, Zwiebelung! Wow. Oh nein! Sag oh nein. Zement, wer der Ratio ist! Wow! Okay, dass dabei war hier Bayern und Volksfest, wahnsinnig! Geil! Wir kommen jetzt gerade aus dem Heidi the Coaster und haben sogar Freikarten bekommen, ein kostenloses On-Ride-Foto bekommen. Da werden YouTuber wertgeschätzt. Nee, auf jeden Fall richtig, richtig cool. Mir gefällt die Achterbahn auch, macht richtig Spaß. Und ja, jetzt geht's als nächstes, wenn wir schon mal beides im Thema sind, in das Laufgeschäft Lachfreuhaus von Distel. Da schauen wir jetzt rein. Ist, finde ich, auch ein cool thematisiertes Laufgeschäft. Passt nach München hier zum Sommer in der Stadt. Und ja, da schauen wir jetzt rein. Ihr bekommt da auf jeden Fall auch wieder einige witzige Impressionen. Eine Mordsgaudi ist es hier. Boy!
ausleuchten lassen hier. Das Lach- und Freuhaus war tatsächlich eine Mordsgaudi. Ja, und jetzt geht's als nächstes in den Bayern Tower. Also es passt auch wieder thematisch hier wie die Faust aufs Auge nach Bayern. Bayern Tower, Maibaum, blau-weiß. Da geht's jetzt rein in den Bayern Tower. Ihr bekommt Online-Depressionen. Mal schauen, wie lange die Fahrzeit ist. Preis, glaube ich, recht teuer mit 7 Euro. Entsprechend mal gucken, ob sich preis-leistungstechnisch lohnt. Und dann genießen wir jetzt einfach mal die Aussicht beim Sonnenuntergang hier über München. Genau deine Musik, ja? Toll, ich feier es. Servus Burschen und grüßt euch im Sommer in der Stadt in München. Jetzt hört ihr bestimmt nur noch das Windgeräusch. Oh. 479 Leute fahren hier mit einer Kettenkarussell. Ja, geil. Und ich bin am Japsen. So, wir kommen jetzt gerade da oben raus aus dem Bayern Tower. Ja, für 7 Euro, wie schon erwartet, eine Fahrzeit von so 1,5 Minuten, also recht kurz. Ja, geht so. Einmal kann man das machen, nochmal brauche ich es nicht. Ja, jetzt werden wir als nächstes Wasserrafting fahren, denn es ist noch ein bisschen hell. Und da wollen wir jetzt auf jeden Fall die Raftinganlage noch mitnehmen. Fahr zurück in Rio Rapidos von Kaiser. Und ja, dann haben wir so langsam tatsächlich aber auch schon die meisten Attraktionen hier durch. Flipfly wollen wir noch. Ich denke mal, ein Dschungelcamp schauen wir vielleicht noch rein. Jumanji, das Laufgeschäft, brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt. Und Breakdance natürlich noch. Also ein paar Kleinigkeiten haben wir auf jeden Fall noch. Und ja, wir machen weiter. Ihr bekommt jetzt erstmal ein paar Impressionen. Mal schauen, ob er oder ich nass werde. Hoffentlich keiner. Es ist nämlich kalt. Oh, es ist schon ein bisschen Spritzwasser da. Oh nein! Oh, ey, da waren meine Schuhe! Ja! Oh Gott! Ja, Mann! So, wir kommen jetzt gerade eben aus Rio Rapidos. Zum Glück eigentlich keiner von uns wirklich nass geworden. Jetzt begeben wir uns ins Dschungelcamp und ja, begeben uns auf Dschungelprüfung. Mal gucken, ich bin gespannt. Ist eigentlich ein ganz cooles Laufgeschäft, war schon mal drin. Und ja, freue mich jetzt auch mal wieder drin sein zu können. Und ja, dann bekommt ihr da jetzt auch noch mal ein paar Impressionen. Ich denke mal, anschließend geht es dann noch so Richtung Breakdance und Flipfly. Ihr bekommt einfach jetzt noch mal ein paar Impressionen. Aber hallo, ich mach's euch so schön wie möglich, ja, ja, ich zeig euch, was hier Sache ist. Mittlerweile im Dschungelcamp, im Breakdance und es ist auch schon stockdunkel. Wir haben mittlerweile jetzt auch was gegessen und getrunken. Ja, wollten jetzt eigentlich noch mal ein Ründchen Flipfly fahren, aber ihr seht die Schlange da. Es ist schon ziemlich voll. Es ist auch schon nach 22 Uhr. Entsprechend werden wir das wahrscheinlich dann doch heute nicht mehr machen. Ich werde jetzt noch mal ein paar Offline-Aufnahmen machen. Das heißt, dann bekommt ihr da jetzt noch ein paar Impressionen zusammengeschnitten und dann sehen wir uns am Ausgang wieder. Thank you.
Schicht im Schacht aus, die Maus. Mit diesen Impressionen war es das dann hier tatsächlich vom Münchner Sommer in der Stadt 2021. Wir hoffen, die letzte Edition. Mal gucken, man weiß es nicht. Hoffentlich. Ich sag mal so, war auf jeden Fall ein besserer Ersatz als letztes Jahr, muss ich sagen. Weil letztes Jahr war es halt so, da war keine Stimmung, es war alles leer. Hier hat man wenigstens so dieses Volksfest-Flair. Ja. Das fand ich dann schon ganz nice, muss ich sagen. Ja, so geht ein langer Tag zu Ende, denn wir waren ja heute auch schon in Augsburg. Das gab es bereits schon in einem vergangenen Vlog zu sehen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns demnächst hier wieder. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut, Leute.